Hallo und willkommen zurück zu einem erneuten Let's Play mit Zoo 2 Animal Park. Und ja, wir sind hier erstmal am Gießen. Es gibt immer schön Punkte. Ich glaube, das ist auch ein Trick, den ich heute mitgeben will. Ich habe nicht alle Pflanzen gepflanzt, die ich hätte pflanzen können. Liegt daran, dass ich das halt pflanzen möchte, wenn ihr dabei seid. Ah, guck mal, hier kann man aufleveln. Das machen wir direkt. 4 Stunden. Okay. Das solltet ihr aber machen. Also, so viel Pflanzen wie möglich, denn die geben ja XP. Und mit XP levelt ihr schneller. Wenn ihr schneller levelt, kriegt ihr auch Diamanten extra. Und schaltet natürlich auch Sachen frei. Apropos Sachen freischalten. Ich bin ja jetzt Level 13. Und habe aktuell Gebäude freigeschaltet. Die werden wir auf jeden Fall heute bauen. Und wir werden auch neues Gebiet kaufen. Ja, wir werden heute richtig viel machen. So, Moment. Oh, ich muss niesen. Oh nein. Entschuldigung. So. Die Affen bespaßen und füttern. Ihr seht, ich war heute schon länger nicht mehr hier drin. So, zack, zack. Crazy Duck. So. 17 Einwohner, wollte ich sagen. 17 Besucher. Ihr seht, ich habe auch hier schon und da schon ein paar Pflanzen gesetzt. Jetzt hängt meine Allergie wieder an. Jedes Mal, wenn ich dieses Let's Play aufnehme. Das darf nicht wahr sein. Bitte nicht. Ach Leute, ihr wisst nicht, wie gut ihr es habt, wenn ihr keine Allergie habt. So, mein Panda ist auch erwachsen geworden. Wie ihr seht, ich glaube, der bringt weniger XP dann ein. Ich weiß nicht genau, weil ich glaube, dass ein Baby-Panda mehr Bewohner, Zoobesucher lockt. Ich bin mir nicht sicher. Schreibt es mal in die Kommentare bitte. Aber ich glaube, die Babys bringen mehr Besucher, weil man kann die Babys auch länger klein halten. So. Hier habe ich eine kleine Sitzecke gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon im letzten Let's Play hatte. Den Schildkröten hatte ich auf jeden Fall, das weiß ich. So. Und füttern. Ei, meine Nase. So schlimm. Vielleicht bin ich auch allergisch gegen Tiere. Kann natürlich auch sein. Wo ist der Dreck? So. 18 Besucher. Wieder füttern. Hier habe ich so ein Spielzeug reingetan und Blumen, ne? Also ich habe ja schon Sachen gepflanzt und gemacht und getan. 10 Diamanten. Ja, komm, ich werde immer wieder gefragt. Ich habe die Diamanten noch. Dann geben wir sie auch aus. So, hier habe ich jede Menge Pflanzen hingemacht und guckt mal, da kommen auch jede Menge XP zusammen. Deswegen, pflanzt alle Pflanzen. Ist auf jeden Fall gut. Werde ich auf jeden Fall jetzt auch machen. Also jetzt, wenn ich mir hier Land dazu kaufe, das machen wir jetzt gleich, Moment. Wir haben jetzt 60.000. Ich habe ein bisschen gespart, obwohl ich auch Sachen gekauft habe. So. Ha, schade, ich wollte die 100 Tickets haben, denn ich glaube, die 100 Tickets sind das Beste, was man kriegen kann, denn damit kann man einiges freischalten. So, 6.000 von hier Muffelmann heißt der, glaube ich. Ja, Muffelmann. Grüße gehen hier raus an Muffel. Ne? Vielleicht ist Muffel verwandt mit dem Muffelmann. Mit dem Muffelmann. So. Oh, oh, oh. Kostet das Diamant? Oh. Ja, das kostet 4.000. Oh. 2.000 kriegen wir wieder. So wollen wir das. Also so ist er sehr schön. So ist er ganz toll. 8.000. Ja, wir kaufen uns hier mal ein bisschen Platz, würde ich sagen. 10.000. Ja, dann kaufen wir erstmal hier den Platz noch. Boah, 12.000.
40 Diamanten. Nee. Also Diamanten erstmal nicht. Oh, da muss man Level 16 sein. Das sind wir nicht. So. Ich würde sagen, wir bauen jetzt. Also ich stelle jetzt erstmal den Baum nach da und die Hecke nach da, weil wir müssen gleich einen Weg weiterbauen. Und wir gucken jetzt mal. Ups, nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte dahin. Wir müssen nach Gebäuden gucken. Wir haben jetzt hier die. Ja, die wollen wir erstmal nicht. Wir wollen vielleicht das hier. Einen Eisshop. Ja, wir kaufen einmal den Eisshop. Ach ja, den kaufen wir erstmal nur. Das kaufe ich jetzt auch. Getränkeshop. Ich suche aber eigentlich. Da war irgendwas. Ach, hier. Hier! 10.000. Da ist es. Zuchtzentrum. Das kaufen wir. Und ich habe schon gehört, da sterben die Tiere. Das ist kein Witz. Also, ich habe gehört, dass da ganz viele Tiere umkommen. Oh, das ist aber teuer. Der Weg. Da müssen erstmal 15 reichen. Und zwar. Das Klo ist teurer als das andere. Na gut. Und zwar, das Problem ist irgendwie, ja, man züchtet und dann funktioniert das aber nicht. Fragt mich nicht. Fragt mich nicht. Ich habe es nur gehört, ob das stimmt. Ich glaube, die Elke hat das ausprobiert. Und es ist total daneben gegangen. Boah, ist das groß. Wow. Acht Stunden. Wow. Ey, das ist groß. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ne, dass das so riesig ist. Ich würde sagen, ups, ich würde sagen, wir haben auch noch Gehege. Hier, da haben wir drei Stück von. Stellen wir auf jeden Fall hier eins hin. Oh, kriegen wir auch wieder Kohle. Sehr schön. Dauert auch nur ein paar Sekündchen. Nee, nicht verkaufen. Wir wollen das hinstellen? Moment. Ich komme immer noch ein bisschen durcheinander hier, ne, mit den. Ja, sollen wir es direkt nebeneinander? Nee, wir machen immer so ein Ding dazwischen, Platz mindestens, weil wir stellen da Pflanzen hin. Wir stellen Pflanzen dahin und jetzt möchte ich sowas wie einen kleinen Marktplatz haben. Deswegen werden wir Platz dazwischen lassen. Also da kommt sowas wie, ne, da kommen Verkaufsstände hin und so. Also unter anderem das Ding hier. Und das Ding hier, nur halt andersrum eigentlich. Meine Nase, bitte erschieß mich. So rum. Oh, habe ich sogar. Moment. So. Also die werden aber später noch anders hingestellt. Ne? Also ich mache das jetzt erstmal nur so provisorisch. Ne? Also bitte nicht aufregen. Bitte nicht aufregen. So, habe ich noch einen normalen Weg? Nö, ne? Hä? Nein, ich habe ja keinen Mitarbeiter-Dings. So, jetzt stellen wir hier. Pflanzen zwischen. Ja, und dann auch nochmal andere. Ist ja ganz egal, welche. Muss ja erstmal nicht perfekt aussehen. Nur, dass da Pflanzen zwischen sind. Ne? Können dann schön wachsen, bringen Punkte und alles ist gut. Jeder freut sich. Ups. So. Schaf passt da nicht rein. Was kommen denn da für Tiere rein? Eine Schildkröte auch nicht? Ja, Mai. Was denn? Was denn?
Ich hab nix. Ich hab kein Tier. Was ist das denn nochmal für ein Gehege? Es hat kein Grasgehege. Doch, Grasgehege. Aber. Ja doch, da ist doch ein Schaf. Warum will der das Schaf nicht nehmen? Ich weiß es nicht. Oh, wir können einen Panda kaufen. Ja, wir kaufen einen Panda. Ein Schwein will ich ehrlich gesagt nicht noch eins kaufen. Und die anderen Tiere habe ich auch eigentlich schon. Also ich kaufe jetzt nochmal eine Ziege, mache ich ein zweites Ziegengehege. Ich hoffe, die Ziegen stehen nicht direkt hier. Ja, die stehen eigentlich da. Die sind eigentlich schon wirklich recht nah. Dann kommen zweimal recht schnell hintereinander Ziegen. Ich weiß nicht, ob die Besucher... Wieso geht das nicht? Du kannst das Objekt... Ne, soll da rein. Keine Verbindung zum Eingang. Ach. Ach. Ah. Okay. Wenn das so ist, hätte er ja sagen können, ne? Jetzt kaufen wir ein paar Wege. Und stellen die mal dahin. Und dahin. So. Und so. Sieht total doof aus, ne? Ja, schön ist anders. Ich bin hier echt schlecht. Gebe ich zu. Also, ich bin jetzt nicht der beste Parkdesigner. Zumindest noch nicht, ne? Abwarten, Leute. Wartet ab. Also, wir werden noch besser. Ja, das ist Wald, okay. Schön wäre es natürlich, wenn man das hier auch sortieren könnte nach Wald und hast du nicht gesehen. Ja, guck mal, das ist auch ein falsches Tier. Also wäre schön, wenn man das irgendwie auch sortieren könnte. So, ich habe nämlich ja nichts für die. Ja, weil das ist garantiert auch falsch. Gut, dann sind die erstmal ohne alles. Ich habe eh keine Kohle mehr. Die 12.000 ist jetzt nicht wirklich viel. Den Panda. Den tun wir jetzt noch da rein. Eigentlich würde ich gerne Spielzeug für den haben. Guck mal, wie süß. Wie süß. Sind doch ganz schnuckig. Oh, 10 Zaunen habe ich einfach geschenkt bekommen. Okay. Okay. Jetzt lasst mal überlegen. Ich will für einen Panda, das ist ein Grasgehege, Gehege. So. Ist ja Grasgehege, glaube ich. Der kriegt also das Ding. Ich hoffe. Sonst habe ich es umsonst gekauft. Hey, nein! Falsches Spielgerät für dieses Tier. Ah. Und der Baumstamm. Ich meine, wo sehe ich denn welches Tier? Eieiei. Auch für diese Tierart. Ja, aber was will denn diese Tierart? Steht das hier bei? Nö. Ja. Vielleicht das hier? Kaufen wir halt auch einen Baum. Ich meine, wir haben's ja, ne? Tatsache. Der Baum geht. Naja, ihr wisst es jetzt. Ihr müsst also nicht alles kaufen, so wie ich. Sondern ihr wisst ungefähr, wo, wann, wie, was. Ich weiß nicht, was das ist. Stall, Grasland. Ein Stall ist nötig, damit deine Tiere Babys bekommen können. Ho, ho. Nein. Wie süß. Das wollen wir. Die wollen. Die sollen... unartig sein, die Bärchen. Die Bärschis sollen miteinander knuddeln. So. Ja, die Panda-Fotos sind wirklich toll geworden. Hat mir wirklich großes Spaß gemacht. Wir müssen ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ja, Ihre Fotoserie wird bestimmt viele Besucher anlocken. Ich hoffe doch, gern geschehen. Ja, natürlich, Fotos, ja, Tiere. Also ich bin immer mit Lesen ultra faul, ne? Ihr wisst es. Ja. Gerade, vor allem, wenn man so gerade im Spiel ist und dann kommt auf einmal was, was man lesen soll.
Nee, da bin ich so ein richtiger Faulpelz einfach. So, oh cool. Eine Kiste. Ich mache eine Kiste auf. Da, da, da und da. Oh, blau und blau. Das ist doch schön. Belohnung abholen. Wir gucken mal rein. 3, 3, 1, 1. Oh, was ist das denn? Was ist das? Das sieht gut aus. Kostet 45 Diamanten. Also man kann mit diesen Puzzleteilen halt, oder kostet das 45 Diamanten? Nee, das kostet, wenn man es so bekommt, ne? 15 Diamanten. Ja, und man kann es hier halt umsonst kriegen. Ja. Also mit den Puzzleteilen könnt ihr halt Sachen quasi erspielen, die normalerweise was kosten. Also man kann es free to play spielen. Nur mit diesen Karten hier oben, ne? Tickets, könnt ihr auch was fertig kaufen. Zum Beispiel hier vollenden, ne? Du benötigst 5000 Tickets. Oh mein Gott, na gut, vergesst das, was ich gesagt habe. Okay, das war aber auch ein seltenes, ne? Wenn wir jetzt. Oh Gott, du benötigst einfach. Das war ein ganz doofes Beispiel. Hier zum Beispiel benötigst du, möchtest du, fehlen 5 Teile mit den Tickets kaufen. Ja, insgesamt 100 Tickets, ne? Dann kannst du es kaufen. Also, es geht auch anders. So, und wir sind jetzt schon ganz schön lang dran. Ach, schon, ich habe schon wieder 8 von 10. Ich glaube, meine Freunde helfen mir alle hier viel. Und hier habe ich noch 2 Leute, die Natti, die nehmen wir an. Und Rinzedr nehmen wir auch an. So. Ja, 16 Freunde habe ich. Dafür kriege ich schon wieder Kohle und Level-Dings. Also, ich kriege ja für alles kriege ich Kohle. Oh, Hermine mit Level 25, die ist Big Player hier. Habe ich hier eine Nachricht bekommen? Danke! Wir machen jetzt einfach mal den. Hat die das bekommen? Ich weiß nicht. Sehr witzig. Ich habe eine Nachricht von der bekommen. Von der Julia. Gut. Ja, Farmen bewerten gehen, also Zoos bewerten geht also demnächst auch. Boah, wir sind jetzt bei 18 Minuten angekommen. Ich würde sagen, das ist ganz schön lang. Ich wollte eigentlich noch jede Menge Pflanzen pflanzen. Wir machen das auch eben noch. Davon habe ich 4. Ich muss mal gucken, habe ich von irgendeiner. Ne, ich habe nur die 4. Ja, okay, das geht ja ganz schnell. Ich habe jetzt gedacht, ich habe mehr. Oh nein. So. Ne, wir stellen die dahin. So, so, so und so. Ne, mache ich die dahin. Tja, das war's. Ich will noch das Klo hier hinstellen. Direkt an den Anfang. Können direkt am Anfang pinkeln. Oh nein. Toll. Ha! Nee. Als ob es dahin passt. Also. Ernsthaft? Aber da kann ja keiner hingehen. Wieso nicht da? Ach, da steht. Steht da der Kaktus oder was? Ich stell's da hin. Ist egal, Leute. Guck mal. Direkt da neben die Mülltonne am Anfang. Man kommt in meinen Zoo und kann direkt auf Klo gehen. Perfekt. Ich würde sagen, besser geht's nicht mehr. Einfach genial. Genial. Ich will mal gucken, wie der Zaun aussieht. So. Nein, nein. Ich will jetzt nichts bewerten. Ich will hier ein Let's Play machen, Leute. So. Ja, kann man machen. Ja, doch, kann man machen, ne? Ist okay. Schön ist nicht. Also ich muss umbauen, Leute. Bitte seid nicht so streng mit mir. Ich hoffe auch so lange Let's Plays gefallen euch. Eigentlich würde ich jetzt sogar noch, ja, ein bisschen länger spielen. Aber das ist ja jetzt schon sehr lang. Aber wenn ihr schreibt, kein Problem, dann kann ich auch demnächst ein bisschen länger spielen. Weil hier gibt es ja noch viel zu tun. Ja, heute habe ich echt. Ich habe ja. Oh, guck mal hier, ist auch schon fertig. Habe
Habe heute echt viel gemacht, ne? So, ich bin weg. In der Endcard ist das Video vom letzten Mal. Vielleicht habt ihr das nicht gesehen, ich weiß es nicht. Oder, ich weiß nicht. Bis dann. Ciao.